Hallo Leute, da sind wir wieder und wir machen uns direkt auf zum Endboss wieder und versuchen diesmal unser Glück. Das mit der Eule da verstehe ich immer noch nicht. Aber das ist jetzt nicht wahr, oder? Fee, das Fick, Fick. Gut. Ich frage mich, ob ich auch die doppelten Herzen durch das Teil bekomme. Ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich einen Tod auf meinem Konto habe. Ich mag sowas nicht. Ich finde, das sieht einfach hässlich aus, weil das auch in Zelda beim Einlog-Screen dabei steht, aber sei es drum. Okay. Ich habe. Ja, mit der Feder werde ich ihn besiegen können. Wenn ich ihn schlage, ändert er die Farbe, oder? Ja, okay. Und er schießt auch zwei unterschiedliche Farben, oder? Aber ich habe ihm doch vorhin mit dem Schlagen eine abgezogen, oder nicht? Ah, wahrscheinlich ist das in ihn selber reingeflogen. Das ist natürlich lustig. Und ich habe, weil das Schlagen auch seine Farbe ändert. Alter, was ist das für ein Mango? Hat ihm das dann Schaden gemacht. Okay, eigentlich ist der nicht schwer, wenn man weiß, wie er geht. Man muss sich ein bisschen auf Abstand halten. So. Und dann eigentlich tauschen, sobald er geschossen hat. Wow. Okay, geil. Und bei so einem Boss sterbe ich, weil ich die Mechanik nicht gerafft habe, weil ich ihm mit dem Schwert Schaden gemacht habe. Hätte ich ihm keinen Schaden gemacht, wäre es wahrscheinlich sogar besser ausgegangen, weil ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, Moment mal, man muss ein bisschen switchen. Aber es wird auch ohne Switchen gehen, wenn man sich viel Mühe macht. Du erhältst die Tosen der See, eine Essenz der Zeit. Der mystische Gesang der See spricht durch die geborgene Welle, die einen Helden an ferne. Was? Das Ding bei Spieltexten ist, ich überfliege die immer so und lese dadurch. Dadurch lese ich auch schneller, aber es. Oh, hab ich gerade einen Schock bekommen, Alter. Ich habe schon gedacht, mein Spiel bleibt hängen. Ihhh, du bist zu spät, Odin. Der schwarze Turm hat bereits den Himmel erreicht. Oh, ihhh, du bist allein. Halt deine scheiß Fickfresse, Alter. Ich bring dich um und deine ganze Familie, Mann. Warum erzählen? Unterbrech mich noch einmal! Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich dran war, weil die mich unterbrochen haben. Ach ja, ich überfliege das immer so. Der sieht schon cool aus. Und dadurch lese ich das immer nur so halb. Das heißt, ich krieg die Story mit, aber die genauen Wortlaute nicht. Und naja. Ah, der schwarze Turm ist endlich vollendet. Finstere Mächte, kommt zu mir. Holy shit, Alter. Dann kommt erstmal ein heller Blitz. Finstere Mächte, heller Blitz. Makes perfect sense. Ah, die Mächte der Finster nicht durchströmen nicht, bla bla bla. Oh ja. Also sie kann die Zeit entfachen, anhalten, obwohl sie Nairo nicht mehr hat. Hoffentlich bleibt der Ball nicht in der Luft hängen, das wäre bitter. Shit. Fuck, shit. Interessant. Ich wollte gerade sagen, die können aber noch in der Luft fliegen, das ist ja cool. Und die anderen springen einfach weiter so. Oh, drei unserer Gemeinschaftskameraden hier sind einfach stehen geblieben. Okay, du Bitch, ich bring dich um. Ich bring dich um! Dich und deine ganze Familie. Scheiß Twin Rovers und was auch alles. Nairos Rettung allein reicht nicht. Verans Werk hat die Welt verändert. Odin, die letzte Essenz. Ich kann sie nicht orten. Sie muss irgendwo in Labrina versteckt sein. Ich zähle. Also. Meint ihr das jetzt ernst? Ich glaube, dieser Ort heißt Labrina, wie das von Seasons Holodrum hieß. Und ich meine, vielleicht hat sie es vergessen. Aber es gibt nur 1, 2, ich glaube 13 Felder sind das. 13 mal 13, 169 Screens zum Absuchen oder so. Ich kann das schnell mal. Das 10, 3, 6, 9, 12, 14. 3, 6, 9. 12, 14, also 196 Screens zum Absuchen. 14 mal 14. Das ist natürlich geil. Egal. Wenn sie meint,
du hast viel für uns getan. Gebe dieses. Geil, Zora-Schuppe. Geil, geil, geil. Okay, das ist richtig geil, bringt mir gar nichts. Ich kann jetzt dem Typen da unten, ich bin in der Gegenwart, ne? Ja, Jabu Jabu ist ja groß. Dann gehe ich jetzt erstmal zu dem. Ich frage mich gerade noch immer, wo ich meine Paddel einlösen kann. Ich würde das am liebsten nachgucken, weil dafür kriege ich das Level 2 Schwert, glaube ich. Odin hält der Zoras. Odin. Ja, dann hat der mir das jetzt gegeben, oder was? Useless piece of shit. Ich habe aber so ein Gefühl, wo ich hin muss, also von daher. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre. Bin ich hier hoch? Aha, aha, aha. Super geil. Ich muss es machen, weil wenn da jetzt ein Herzcontainer drin ist und ich den nicht deswegen krieg, dann ärgert mich das. Tut mir leid. Da wird eh nur wieder irgendein unnützer Fickdreck drin sein. Hm, wir gehen hier mal kurz in die Zeit zurück. Weil nicht, dass da eine Höhle ist, die ich verpasse, weil ich einen Screen zu weit rechts war. Ist es aber nicht. Wahrscheinlich nur ein Dings zum Anpflanzen. Ja. Jetzt rüste ich erstmal was anderes aus, sonst passiert nämlich, dass ich wieder die Zeit zurückdingse. Und dann verliere ich wieder Zeit. So. Da ist ein. Ja, ist klar. Ah. Sehr schön. Wie kommt man ins Menü? Hab ich schon wieder vergessen gehabt. So. Allerdings kann ich ja jetzt auch schon damit dann wieder zurück. Da muss ich ja. Ach nee, ich komme da nicht mehr raus. Okay. So. Nur ein Ring. Ja, sag ich ja. Egal. It's okay. To be gay. Ja, dann gehen wir mal hier zurück. Ich hoffe, dass ich da jetzt unten weiterkomme. Sollte aber kein Problem. Ah, praktisch. Da komme ich jetzt halt nicht rüber. Da könnte ich jetzt allerdings in die Gegenwart gehen und gucken, was da ist. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich in der Vergangenheit oder in der Gegenwart gucken muss. Sie hat mir ja keinen Tipp gegeben. Sie hat nur gesagt, sie kann ihn nicht spüren. Okay, es könnte vielleicht bedeuten, dass es in der Vergangenheit ist, wenn sie sie nicht spüren kann. Allerdings komme ich hier durch. Aha. Aha. Ich wette, dass der mich durchlässt, weil ich die Schuppe hab. Die See, was hier. Die Schuppe der Zora. Sehr schön. Danke, verpiss dich, Junge. Hier wahrscheinlich irgendwo hoch. Oh, ja. Knapp, aber. Ah. Ich wusste doch, dass es hier Piraten gibt. Ich bin ja nicht dumm. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Super geil. Ah, ich könnte hier aber in die Vergangenheit. Ich glaube, ich weiß, was mich jetzt erwartet. Und ich glaube. Was zum Teufel? Das war mir schon klar, aber das bringt mir auch nichts. Also die Piraten schwimmen hier, glaube ich, nicht rum. Ich schwimme jetzt hier aber einmal kurz rum, um zu gucken, ob hier was ist. Nee. Einmal noch unten. Ah, hier ist eine Höhle. Très bien. Oh, hört, hört. Ein Geisterkern fickt euch ins Knie.
Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Aber gut. Ich glaube, ich kriege von dem so ein Auge, was ich in diesen Tempel stecke, den ich da das letzte Mal angeguckt, wo ich in der dritte da, der von, wo die Typen mir die Sachen geklaut haben mit den Handeln. Ich glaube, von denen kriege ich ein Auge, was ich in diesen Dings in der Gegenwart hier stecken muss. Fuck. Muss ich nach links? Hä? Hey! Und ein Ring. Fickt euch mal weg. Wo ist denn das Schiff hin? Bin ich doof? Und was soll das hier eigentlich? Achso, damit man da nicht durchkam, okay. Schiff. Bin ich jetzt drauf? Ah, sehr schön. Hoffentlich will einer von denen im Paddel. Geschichten erzählen von einer Ruine im Meer ohne Wiederkehr. Jetzt nicht, dass sie alle reimen. Wenn du erst zu den Ruinen im Osten gehst, gibt es kein Zurück mehr. Okay, Ruinen im Osten, merken wir uns mal. Der Captain hat nichts mehr im Schädel. Seit wann sind wir vom Kurs abgekommen? Juhu, lang ist es her. Hier hätte ich im Leben nicht mit dir gerechnet. Wir haben den weiten Weg von Holodrum hinter uns gebracht. Doch wir sind in diesem Meer des Sturms verschollen und finden nicht heraus. Ich halte es nicht aus. Du hast doch die Zora-Schuppe, den Talisman der See. Ja, komm, dann nimm sie. Ja. Tokai-Glasauge, sehr schön. Und ich glaube, sie machen... Du hast uns... Joho, dieses haben wir auf der Sichelinsel. Ich hatte eigentlich auch gedacht, sie machen die See etwas ruhiger. Ehrlich gesagt. Bin ich ganz ehrlich. Ich hatte eigentlich gedacht, damit heben sie die Ströme auf oder so. Aber sei es drum. So, dann gehen wir jetzt noch zur Tokai-Insel. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber ist egal. So. Da wollen wir hin. Und zwar in der Vergangenheit. Fällt mir jetzt gerade auf, weil da... Das gibt aber keinen Sinn. In der Vergangenheit ist das Auge nicht drin, aber in der Gegenwart schon. Das macht nicht unbedingt Sinn, finde ich. Aber sei es drum. Das wird jetzt aber nicht der achte Dungeon sein, oder? Beweise Mut, Weisheit und Kraft. Erst dann öffnet sich der Pfad in irgendwas. Ich habe nicht weitergelesen. Okay, fickt euch auch. So. Ich muss die, glaube ich, töten. Ja. Ah. Oh. So ein dummes Rätsel. Wo man nur ein bisschen hin und her laufen muss. Tschüss. Muss ich wahrscheinlich auch noch nicht mehr. Das wollte ich nicht. Was zum Fick? So, das ist doch schon wieder dumm. Okay, da ist auf jeden Fall mal eins. Aha. Was auch immer. Was auch immer. Anders kann man das, glaube ich, auch nicht machen. Ach du Scheiße, jetzt sind wir hier. Okay.
Das ist die Frage. Okay. Wenn ich jetzt irgendwas in der Gegenwart kaputt gemacht habe, dann kann ich mich in den Arsch beißen. Aber ich hoffe mal nicht. Was zum Fick? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hä? Okay, rein und raus. Drei in eine Reihe. Ah. Clever von mir. Ich bin in der Vergangenheit, ne? Ja. Ich weiß, was mich hier insgesamt erwartet. Das erklärt auch, warum man hier nicht hin und her porten kann, weil man sonst vom Friedhof zum achten Dungeon könnte. Alter Falter, sind die stark. Okay, das müssen wir anders machen. Okay, da ist der Eingang. Nein, da wollen wir nicht hin. Okay, die kann man damit auch nicht treffen. Die Dinger hier kann ich nicht aufheben. Die könnte man aber aufheben, theoretisch. Aber... Fuck. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Oh, sehr schön. So. Ja. Okay. Was? Nein! Fuck. Level 8 antikes Grabmal. Ich guck mal gerade. Danke sehr. Jetzt lass er auch Herzen sein. Oh yeah. Oh yeah. Die geben sogar auch doppeltes. Nicht noch eine, bitte. Schade. Damit habe ich meine Fähne aufgebraucht. Außer ich gehe nochmal rein und raus, aber ich glaube, das resettet das jetzt auch nicht. Egal. Level 8 antikes Grabmal. Da sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.